Im heutigen Teil des Klassikers möchten wir euch nochmal die Ausarbeitung inklusive der Koloration zeigen und gehen als erstes dafür mit unseren relativ dunklen Marker die Konturen nach. Hier ist es wichtig, dass hier so ein bisschen das Papier auch beachtet, worauf ihr da arbeitet. Also auf dem, was wir jetzt hier gerade machen, sackt die Farbe sehr tief ins Papier ein, weil es ein grobporiges Papier ist, hat aber dann gewissen Charme, weil natürlich auch so hellgraue Stellen sehr gut zur Geltung kommen. So, wir haben jetzt hier die groben Konturen, damit wir wissen, woran wir uns orientieren können. Es ist ein Chromgestell, deshalb wird es dann später noch separat noch anders behandelt mit einem weißen Stift für die Glanzeffekte. Und hier können wir noch die Ränder ein bisschen angehen. Das ist ja wieder das Schöne an dem Papier, dass ihr das besonders vertiefen könnt, indem ihr einfach immer wieder drüber geht, dass es auch ein bisschen dunkler wird. Es saugt, und der Nachteil ist, es saugt natürlich ein bisschen schneller den Marker leer, als wenn ihr das auf einem Markerpapier selbst direkt macht. Aber dafür ist das Ergebnis eigentlich auch ganz schön. So, jetzt nochmal die einzelnen Details. Und dann können wir gleich nochmal in die Flächen selbst reingehen. Das Papier haben wir schon beim unseren letzten Klassiker benutzt. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Wenn nicht, schaut bitte gerne rein. Das ist immer sehr gut zu verwenden bei Gegenständen, auch Architektur, um Glanzeffekte zur Geltung zu bringen, zu bekommen. Auf dem weißen Papier ist es natürlich dann manchmal auch ganz gut. Dann lässt man die weißen Stellen einfach weiß. Aber hier ist es dann schön und einfacher, wenn das Weiße einfach nur mit einem Stift da dran gesetzt werden kann. So, hier jetzt schon mal die Rückenlehne nochmal beim Stuhl. Auch schön flächig, zügig mit dem Marker zeichnen. Nicht so fleckig, besonders auf diesem Papier rächt sich das ganz schnell, weil die Flecken auch als Flecken bleiben. Also deshalb wirklich gut bedacht den Strich ansetzen, damit es auch sauber funktioniert. So, das Ganze eben auch hier noch. Ihr merkt, ihr bekommt dann sofort dadurch auch schon mehr Tiefe. Also wir haben das bei den Chromelementen versucht, so ein bisschen oben noch hell zu lassen. Nur ist natürlich bei weitem nicht so schön, als wenn man es wirklich mit einem weißen Stift dann nachbehandelt. So, hier die Armlehne. Vielleicht haben auch schon einige von euch den berühmten Klassiker erkannt. Wenn ja, freuen wir uns. Wenn nicht, dann spätestens, denke ich mal, wenn es komplett fertig ist. So, einmal die einzelnen Flächen. Also wie gesagt, es ist auf dem Papier sehr zu empfehlen, die Konturen einmal nachzugehen, damit man weiß, wo die Flächen dann ausgearbeitet werden, damit die Farbe auch wirklich sofort sitzt und eben keine fleckigen Effekte dazukommen. So, hier und da kann man es ein bisschen nachbessern, also da wo auch das Schattenlicht darunter dann zum Beispiel oder dahinter, um nochmal die Tiefe hervorzuholen. Das ist immer dieses leichte kurz warten, bis die Farbe auch wirklich im Papier getrocknet ist. Ihr seht, das ist die gleiche Farbe, jedoch einmal nochmal drüber gegangen oder zweimal und schon ist die Tiefe damit erreicht. So, das eben hier und da nochmal korrigieren.
und dann wieder bei den Glanzelementen ein bisschen Licht und Schatten nochmal einbringen. Also darauf achten, da wo die Chromelemente sich überlappen, auch mal schöne kleine dunkle Stelle anzudeuten. Ist in Wirklichkeit ja genauso zu sehen, dass an der Stelle einfach die Fläche dunkler wird. Und jetzt mit dem Fineliner nochmal so ein bisschen die Konturen. Dadurch kriegt das, wie wir das immer erklären, die nötige Schärfe. Und auch die Konturen, die lassen sich dann auch ein bisschen dadurch glätten. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen verzeichnet habt, das ist nicht so ganz sauber, kann das optisch einfach ein bisschen auskorrigieren. Vorsicht ist auf jeden Fall dabei geboten, zu kräftig aufzutragen oder zu einem dicken Konturstift zu nehmen, weil dann wirkt es wieder wie umrahmt oder ausgeschnitten. Und das soll nicht sein, das verliert wieder an Kraft. Also schön dünn, an einigen Stellen ein bisschen kräftiger, ein bisschen weniger kräftig. Einfach nur rein zur Ausbesserung. Ist auch so, nehmt euch einfach mal eine Chromstange, betrachtet, wie sie sich im Licht verhält. Ihr werdet sehen, meistens an den äußeren Rändern oder da, wo der Schatten ist, ist es dunkel, kräftig und da, wo das Licht auftritt, ganz hell. Und das Dunkle machen wir jetzt eben hier mit dem Fineliner. Da sind noch die letzten feinen Details, bevor wir dann in die hellen Stellen übergehen. Achtet auch darauf, dass Rundungen auch rund dargestellt werden. Also Rundungen dürfen nicht einseitig farbig sein, sondern irgendwo muss immer Glanz und Schatten dazukommen. Erst dann wird es optisch runder. So, und hier können wir noch so die Highlights ausarbeiten. Die kann man komplett flächig machen, aber auch ruhig ein bisschen verwischen. Dadurch wird es ein bisschen weicher. Das funktioniert natürlich auf den dunklen Markerstellen besonders gut. Aber generell auf dem Papier kann man eigentlich immer mit Weiß arbeiten. So, die Glanzeffekte kommen jetzt nochmal hier und da rein. Auch sehr viel Beobachtung, Beobachtung, Beobachtung. Können wir nicht oft genug wiederholen, aber das sehen wir immer wieder in unseren Workshops, dass es eine ganze Menge beim Zeichnen ausmacht, wenn man nicht genau hinschaut, dass die Proportion nicht stimmig, auch der Schatten vielleicht falsch angelegt wird. Aber das ist auch etwas, was man sehr einfach selbst gut üben kann. Und dann vielleicht abfotografieren und im Foto dann nochmal festzuhalten und nachzuvollziehen, habe ich es richtig gemacht, habe ich es richtig gesehen. So, hier nochmal so ein bisschen die Rückenlehne, die kann man noch insgesamt ein bisschen kräftiger machen, weil an der Stelle bricht das Licht. Ein bisschen verwischen, ein bisschen weicher wird. Das ist auch der zweite Vorteil, und das Schöne ist daran, dass ihr theoretisch den weißen Farbton wieder wegradieren könnt. Mit einem herkömmlichen Knetradiergummi kann man das machen. Und dann kann man es nochmal ansetzen, wenn man sich vertan hat. So, hier noch ein paar kleine Highlights. Und im Grunde genommen sind wir dann fast fertig. Probiert selbst mal aus. Nehmt einfach mal irgendein Möbelstück, vielleicht ruhig, wo noch die Chrom
Elemente vorhanden sind, um den Glanzeffekt zu spielen, setz unten nochmal ein bisschen schräg die Schattenfläche, wie wir das jetzt tun. Ihr seht, die Farbe trocknet schön ein, das heißt, man kann nochmal schön drüber gehen und dadurch wirkt der Stuhl nicht mehr schwebend, sondern bekommt Halt. Man merkt, es steht irgendwo. Das sind so kleine Effekte, die dann das Ganze nochmal ein bisschen plastischer erscheinen lassen. Ja, ansonsten schaut nochmal beim ersten Teil des Videos. Da haben wir den Aufbau des Stuhls euch gezeigt. Oder wenn ihr auf das Papier, an dem Papier interessiert seid, dann folgen noch andere Videos und sind auch 2, 3 zu dem Thema schon online. Ansonsten viel Spaß beim Nachzeichnen. Probiert selbst aus und wir freuen uns auf euch, euer Akademie-Ruhr-Team. Und hier geht es zum ersten Video noch einmal. Alles Gute und bis dann.